So, gucken, was er jetzt hier hinten sagt. Boah, das tut ja fast weh beim Hingucken, wenn man da zu sehr raufstarrt. Das obere scheint mir voller zu sein als das untere. Ja, und jetzt kommen die auch nicht mehr hinterher. Das ist gut. Dann nehmen wir nämlich einfach jetzt nochmal eine Kiste. Oder sogar zwei. Pappen die hier hin. Pappen dich dahin. Schnappen uns die schnellen Ärmchen. Und helfen da aus. Jetzt sollte hier nichts mehr. Wow, sehr geil. Ah, es hakt immer noch. Ich glaube, ein, zwei brauchen wir trotzdem noch. Sehr gut. Noch viel, viel mehr Eisen. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt wirklich mehr Eisensystem bekommen. Wir puffern es nur schneller hier. Damit es anfängt, sich langsam zu stauen. Ich will jetzt endlich mal die Situation haben, wo ich wirklich, wirklich zu viele Ressourcen habe. Das kann doch nicht so schwer sein. So, wo haben sich die Ärmchen versteckt? Da sind die blauen Ärmchen. So. Okay. Du arbeitest gar nicht? Oder wie sehe ich das gerade? Was war mit dir los? Du bist komisch. Oh, was zerstört? Oben. Ach, Mist. 18 Turrets. Vertrau den Turrets. Silber? Silber. Ja, vertrau den Turrets. Du bitte. Dahin. Hast du hier Abdeckung? Dann mach mal das alles weg. So, 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 so. Das Kohlefeld könnte ich auch noch abbauen. Jo, der eine Drill fällt dir gar nicht auf. Das ist okay. Hier staut es sich jetzt ein bisschen. Der hakelt so ein bisschen rum. Das heißt, ich könnte die mal rausnehmen und dafür die reinballern. Das ist okay. Kurz eine Kiste. Da. Wir haben kein Eisen im System, WTF. Alles abgefordert wird. Ah, es ist krank. Aber ja, jetzt sind alle Roboter ausgelastet. 0 von 927, weil ich hier die ganzen Aufgaben verteilt habe. Und es wird... Nein! Bom, 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 bom. Das war übrigens ich. Stopp. So nicht, mein Junge. Wo ist das hässliche Ding? Da ist das Leading. Er hatte gerade hier unten angezeigt, wir hätten einen Stufe 4 Mining Drill verloren. Wo? Da müsste hier doch eigentlich irgendwo so eine Blueprint-Form davon rumliegen. Ich sehe nichts. Da. Okay. Basis da vorne. Du musst jetzt sterben. Von dir kamen die. Bin ich sogar gut ausgerüstet? Jo, einfach rein da. Gut. Ja, Kleinkram kann man richtig gut wegbursten mit dem Ding. So, Schild regeneriert sich, okay. Spawner weg. Spawner weg. Will man Kleinkram töten. Und Könige gegen die Mauer rennen lassen. Gott. Das sollte jetzt hoffentlich nicht nochmal passieren. Weil ich habe eigentlich keine Lust, hier die ganze Zeit Baby zu... Oh, sind keine Türme da. Machen wir so. Könige könnten so ein bisschen problematisch werden, ha? Wobei die Spucker gehen. Habe ich gesagt, die Spucker gehen? Also ja, sie gehen, aber sie gehen sehr langsam. Na gut, komm. Wozu haben wir Ressourcen, wenn sie mal ballern? Oh. Schön Magazin. So, da war auf jeden Fall gleich mitnehmen. F und grün ist weg, sehr gut. Oh, hallo Bewegen. Du hast viel weniger Lebenspunkte. Zack. So, mitkommen. 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 Genau, also hoffentlich kommt da von hier schon mal kein Angriff mehr. Das wäre ganz nett.
Aber jetzt nochmal hier überall Türme aufstellen, wäre echt... Boah. Also ich könnte hier nochmal Lasertürme aufstellen, die ich aber auch nicht mehr auf Tasche habe. Nee, dann müssen wir das so machen. Einfach hier so ein bisschen Mauer hin und wenn sie dann angreifen, dann kauen sie erst eine Weile auf der Mauer rum. Ja, überall Löcher. Ja, das heißt, ich muss echt auf das doofe Ding da unten andauernd achten. Krummelkrumpf. So, hier. Ich gucke nach irgendwas, was ich hinsetzen könnte, was eine Ablenkung wäre für die Viecher. Electric MK1 Furnace vielleicht? Da würde ich auf jeden Fall hellhörig werden, wenn sowas zerstört wird. Auch wenn sie nicht viel kosten, aber das Symbol da unten sieht halt anders aus dann. So, also hier ist jetzt eigentlich alles okay mit dem Eisen. Taucht jetzt Eisen langsam im System auf? Ja, 1200 Eisenerz, wohlgemerkt. Noch keine Platten. Und okay, ich sehe es ein. Haben wir schnelle, very fast, long-handed Inserter. Brauche ich mir Eisen für. Also ja, ich mache jetzt das, was ich die ganze Zeit nicht machen wollte. Aber es sollte ein paar Zuschauer erfreuen, die da schon eine ganze Weile nach fragen. Das heißt, ich bapp jetzt die Dinger zwischen die Kabel und die Chips. Dadurch müsste ich sehr viele Roboter entlasten und dann passt das. Wobei ich gar nicht so viele Roboter hier rumfliegen sehe. Wenn ich das mal so sagen darf. Aber gut. So. Also ich müsste jetzt theoretisch die Kiste da ausschalten. Bin ich nicht wirklich glücklich mit. Ich glaube, ich lasse es einfach so arbeiten. Ihren Eisenplatten. Ja doch, okay. Den da ausmachen. Das heißt, hier staut sich jetzt erstmal Draht. Dann kommen gleich die nächsten Ärmchen. Da, der kommt dann hier hin und wir machen den da aus. Und so spare ich mir jetzt eine Handvoll Roboter. Ich weiß echt nicht, wie viel das bringen soll. Ja doch, es sind schon ein paar mehr. Und den Drahthaufen mit dem Aufheben, das sieht grässlich aus. So, tu das irgendwo da rein. Die Ärmchen brauchen echt lange. Rote Chips. Gib mir rote Chips. Und mehr von diesen komischen Ärmchen. Das heißt, da noch einen hin und dich wegdrehen. Go, go, go. Sagen die Roboter. Die Roboter sagen, ich bin immer noch total ausgelastet. 0 von 891. Ja, das kommt davon, dass ich jetzt halt ne... Oh, Angriff. Das kommt jetzt halt davon, dass ich die ganze Eisengeschichte so hoch geämmt habe. Das, ja. Ärmchen. Und dich wegdrehen. So, das heißt, hier hätten wir schon mal Roboter entlastet. Das gleiche machen wir dann auch noch bei dem und dem, auch wenn es da nicht ganz so viel macht, aber würde helfen. Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir inzwischen im System? 50.000 Platten. Genau das hätte ich auch ganz gerne für Eisen. Aber das werde ich genauso weiterlaufen lassen wie bisher. Weil ich nicht weiß, wo das Kupfererz daherkommt. Also wir haben unten ja auch noch Kupferschmelzen, ne? Werden die auch noch beladen? Ja, werden sie. Brauchen wir das überhaupt? Ist ein bisschen drastisch jetzt. Aber ich glaube, wenn ich das so mache, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, ist es einfacher, wieder neu aufzubauen. Anstatt wenn ich irgendwelche Ärmchen drehe, die ich dann wieder falsch drehen kann und so weiter. Einfach abreißen, ist dann ein Ticken schneller. So, jetzt habe ich ganz viele tolle Schmelzöfen im Winter. Richtig. Und wenige Roboter müssten fliegen und die Schmelzöfen hier oben, was ja doch ein paar sind inzwischen,
reichen hoffentlich, um den Status quo zu halten. Wo wir gerade beim Kupfer sind. Nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit am Eisen arbeite und wir haben dann 5 Folgen später wieder ein Kupferproblem. Deswegen gucke ich kurz hier oben mal hin, wie das hier so ausschaut. Genau. Eigentlich sollte ich hier einfach auch noch einen Drill hinsetzen. Hör nicht da. Da. So. Und hier staut sich das jetzt auch an allen Ecken und Kanten. Deswegen nehme ich hier... Habe ich noch einen Splitter? Mist. Aber es müssten jetzt genug Rohstoffe da sein, um den zweiten blauen Splitter zu bauen. Und hoffentlich ein paar mehr von den blauen Dingern, damit ich die ganze Strecke hier in blau machen kann. Weiß ja nicht. Also würde schon mal helfen, wenn auf beiden Seiten durchgehen, ne? Alles voll ist. Und die Dinge hier habe ich alle schon durch MK2 ersetzt. Nee. Ärmchen? Ärmchen. Ich habe sie jetzt unten abgerissen, um sie oben wieder hinzubauen. Das ist echt super. Aber es macht Sinn. Es ist ein bisschen verquer, aber es macht trotzdem Sinn. Weil unten mussten sie ja durch die Roboter befüllt werden. Und das ist so doof, dass ich jetzt immer so viele Schritte zurück machen muss. Ich dachte, ich wäre echt schon in der Phase, wo die Roboter so toll und viele und schnell sind, dass ich quasi alles mit Robotern machen könnte. Aber nein. Das Spiel hat mir jetzt 3-4 Mal gesagt, Junge, so geht das nicht. Mach das anders. Und da höre ich jetzt auch mal drauf. Doch, Speedmodule auch noch rein. Sieht Strom aus. Geht so. Ganz okay. Ja, mal ehrlich, haben wir wirklich diese riesen Angriffe wie in der letzten Staffel? Nee, ne? Also hau mal da ein bisschen was rein. Haben wir irgendwelche Stauprobleme oder Befüllungsprobleme, dass wir die Ärmchen ändern müssten? Nö. Und klar, wir haben auch noch größere Module, aber ich denke... 60% Speed macht schon mal ein bisschen was aus. Und wesentlich mehr Stromkosten. So, Strom? Okay. So. Das sollte erstmal reichen. Gucken wir, wie sich das entwickelt. Ich hätte jetzt ganz gerne dich. Dafür bräuchten wir Eisenzahnräder, die ich immer noch nicht geliefert bekommen habe. Roboter, Roboter, Roboter. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir immer noch 0 Nada Sub an Eisen im System haben, richtig. Inzwischen 2300 Eisenerz. Aber immer noch keine Platten. Das ist echt. Angriff? Angriff unten. Ja, ist okay. Ah, das ist doof. Muss jetzt. Achso, genau, ich kann einfach selber herstellen. Dum, 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 dum. Achso, Rotchips sind auch keine da. Super, echt super. So, gib mir das her. Dann können wir oben schon mal bei dem Kupferding das damit regeln. Also hier. Man nehme einen tollen Splitter. Pff, wo? Das ist eine gute Frage. Hier, oder? Das sieht irgendwie, genau. Sehr komisch aus. Und das ist nicht viel besser. Ja, das ist besser. Das sieht auch komisch aus, aber es ist, glaube ich, besser. Also wird hier unten irgendwas zerstört, was wichtig ist? Nö. So, du bist demnächst leer. Dann springst du aber noch an und du hast die kistenweise Zeug. Okay, du bist gleich leer. Was ist mit dir? Du bist fast voll. Du bist voll. Okay, so.
wird mal laufen, aber auch nicht so super toll. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt weiter an dem Drill-Problem arbeiten, dass wir halt noch nicht so viele Vierer- und Fünfer-Drills haben und dann das Ganze ein bisschen flächendeckender machen, dass ich nicht alle 5 Minuten hinlaufen muss. So, Roboter. Immer noch alle ausgelastet. Was zur Hölle ist hier los? Ich habe extra umgebaut. Ja, okay, ich sehe es. Aber das kann doch nicht sein, nur weil ich jetzt ein paar Sachen einschmelzen lasse. Muss ich jetzt echt ein Fließband hier in der Mitte durchlaufen lassen, wie in den ersten 10 Folgen? Oder was? Was ist los mit euch Robotern? Komm, Kampf.